Und das war der dritte Langhals. Gekauft. Was ist das für ein Ding? Sieht so anders aus als die anderen. Die sind so schön. So, und nun machen wir hier erstmal wieder Nebenaufgaben. Wir haben ja hier einige. Nicht nur im Meridian. Damit wir mit der Hauptquest dann anschließend weitermachen können. Karawan, ich bin noch da. Die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Ich werde das untersuchen, Schwert. Dieb? Es war dreist und professionell. Sie stahlen nur das Schwert, meinen wertvollsten Besitz. Der Dieb entkam durch das Fenster und stolperte über meinen Diener. Ansonsten wäre er unbemerkt entkommen. Schwert. Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhauns mit feinen Intarsien und Edelsteinen an den... Okay, verstehe. Verzeihung, das ist noch nicht einmal... Weil wir nie ein Schwert tragen werden, wenn wir es nicht als Belohnung kriegen. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schattenkaja in Sonnenfall gestrandet ist. Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall? Die meisten Kleriker dienten dem verrückten König, und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot, mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Und nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Ich werde es untersuchen. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Die Reichen berauben. Gib dich nach. Nee. Ich finde es schade, dass er nicht direkt dann rüberspringt. Stufe 12 Quest. Rede mit dem Diener. Du hast den Einbrecher fliehen sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Grau gekleidet. Ranking können wir nicht, um etwas zu untersuchen. Oh, was haben wir hier? Vorratskiste. Hochklettern können wir nicht. Wir haben auch was Neues gewesen bei Eloy. Was will er jetzt von mir? Ich hätte gedacht, ich komme jetzt in die Wohnung. Du bist nur grau gekleidet. Und der soll jetzt hier gleich in der Nähe sein, oder wie? Ach so, durch das Fenster. Ach so, okay. Wir haben Blut. Gut, dann verfolgen wir jetzt mal die Spur. Aus dem Weg, ich bin wichtig.
War vorhin noch nicht da. Hallo. Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt, diese Stoffe sind teuer. Ich habe also einem Dieb Verbandszeug bezahlt. Die Treppe herunter. Du wirst es bereuen, wenn dir... Das wird dir gefallen. Eine tolle... Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. Ja, so sieht's aus. Ja, er hat nicht mehr geblutet, weil er sich weil er Verbandszeug hatte. Könnt ihr mir helfen? Mit einem Schwert in der Hand. Ja, er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Hm, vielleicht in einer Mülltonne. Oh. Er ist hier runtergerannt und hat es nicht mehr dabei gehabt. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein! Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Schwert für Verbandszeug. Ach, das war ein sehr lohner Diebstahl. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Aber es war ja trotzdem gestohlen. Ist ja egal, für welchen Zweck. Ich raube ja auch keine Bank aus und sage, ja, ich hab's gespendet. Und dann heißt es, okay, Klage abgewiesen. Das ist der Lift. Warten. Heiß. Oh, mir läuft der Schweiß in Strömen. Das sind ganz andere Temperaturen als im Heiligen Land. Die Haare. Aber es ist zumindest realistisch. Fährt nach unten. Die Haare zieht es da oben. Auch wenn das vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt wurde. Es machen immer die am meisten Ärger, bei denen man es am wenigsten erwartet.
Ich hab dich schon erwartet, Aloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen, verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Wertgegenstände sammeln? Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte auf mich nicht wie ein Schwein. Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Wo ist das Schwert? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Jetzt haben wir ein Dilemma. Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Es heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Nazan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber Vorsicht! Dort sind viele Maschinen und viele Schattenkarja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Oh, nein. Ich bin wach. Hier zur Weggabelung. So ein Dreitier wäre nicht schlecht. Bei Schnellreise kostet uns nichts mehr. Ist hier jemand? Na komm. Mich da hochhängen? Ich kann hier hoch. Da steht einer. Aber mit dem Rücken zu mir. Ich kann dich hören, glaube ich. Tragen wir zurück, verdammt! Woher? Wieso? Die sind alle ziemlich empfindlich. Hat jemand was gesehen? Versteckst dich im Gras, was? Ich bin dich. Oh, es waren wieder zwei. Sie ziehen weiter. Das war's. Ich bin Krieger, kein Rattenfänger. Moment. Da geh ich mal hin.
2, 3, 4, 5, 6. Jetzt komme ich auch anders da rein. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Ich habe was gehört. Was? Georg, bist du's? Ich hab was gehört. Trankbeutel. So, deine Spur. Die Spur führt weiter hierhin. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es waren Pik. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Wie ab. Ich kann dich hören! Glaube ich. Schon alles unterbrochen. Nach Sahn. Der Beutel ist auch schon wieder voll. Wir müssen es mal upgraden. Rohstoffbeutel. So, Nassan, ihr seid frei. Kindi schickt mich. Holen wir dich hier raus. Ich schulde ihm wohl einen Händedruck. Komm schon, hier. Warte mal. Das ist jetzt echt. Ich glaube, Kopfhörer ist richtig.
Ist. Ihr habt es ja gerade gehört. Die Stimme war kurz nicht zu hören. Das war vorher gewusst. Komm runter. Rede mit Mister an. Kindief hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein, ich habe sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm, dann hilft er dir. Einen Adligen anbetteln? Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. Ja, dann mach dich mal auf. Kehre zu Ravan zurück. Das Alte ist so wichtig, dieses goldene Schnellreisepaket, dass es nichts kostet. Warum war es nicht von Anfang an schon da? Also, dass man nichts zahlen musste. Das ist doch Komfort. Ein Mann namens Nassan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Reichen berauben. Abgeschlossen.